Ja, hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Beholder. Unsere Aufgabe diesmal ist es, Apartment 2 zu reparieren und einen neuen Mieter für Apartment 2 zu finden. Okay, das war laut und irgendwie unangenehm. Wir können ja aber nochmal mit unseren Leutchen hier sprechen. Was ist, Karl? Okay, wir können hier nichts machen. Gut, für Apartment 2 zu... Oder wir müssen erstmal fragen, wie repariere ich ein Apartment, bevor ich jetzt irgendwas einfach so kaufe. Ich bin zwar der Meinung, das mache ich mit dem Werkzeugkit und wir haben ja auch genug Kohle, aber... Was möchten Sie gerne wissen? Sammeln von Reparatur, kaputter Gegenstände, Reparatur von Wohnungen und Einquartierung von Mietern. Klicken Sie auf das Absperrband vor der Wohnung, um Reparaturarbeiten zu beginnen. Reparaturarbeiten benötigen Zeit. Öffnen Sie den Reiter Profile in Ihrem Dienstbuch. Klicken Sie auf Reparieren, um eine Wohnung instand zu setzen. Okay, das klang jetzt nicht so schwer, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es gerafft habe. Wohnung 2 reparieren. Okay, das haben wir gemacht. Nee, komm mal bitte hierher. Ich, was soll denn immer... Ach, ist das die Uhrzeit, wenn es halb schlägt? Was ist denn das? Das macht mich wahnsinnig. Ach, ich kann hier nicht rein? Das ist ja doof. Warum kann ich... Also tut mir leid, wenn ich der Hausmeister bin und repariere, da warte ich doch nicht, bis wieder eingezogen sind, bis ich mit der Überwachung anfange. Berühmter Herzchirurg sucht Wohnung auf Langzeit. Anstand garantiert. Oh, den Namen kann ich ja nicht aussprechen. Aloysius Spack. Der Spack sucht eine Wohnung. Jones Popanedo. Kohleschiffbootsmann, Alter 40, möchte eine Kammer für ein paar Wochen mieten. Oh, es ist böse, ne? Aber wenn ich Vermieter bin, möchte ich natürlich nicht nur eine Kammer für ein paar Wochen vermieten, sondern dann möchte ich natürlich den berühmten Herzchirurg da drin haben, der aber mit Sicherheit... weiß ich nicht, aber ich finde, der sieht... Ich fühle mich jetzt schon schlecht. Ich fühle mich schlecht, weil ich natürlich eine Langzeitmiete garantieren will irgendwo. Man denkt ja auch wirtschaftlich und leider nicht menschlich unbedingt. Also man kann halt Sachen... Man muss halt an sich selber denken dann auch, wenn man der Vermieter ist und das Geld reinbringen möchte. Man kann das dann nicht den Leuten geben, die einem am leidesten tun. Und, ja... Ich nehme den Arzt, einfach weil er auch ein bisschen aussieht, als hätte er was zu verbergen. Rufen Sie das Ministerium an, um den Abschluss der Aufgabe mitzuteilen. Okay. Das mit den Bussen geht mir ein ganz kleines bisschen auf den Sack, um ehrlich zu sein. Das muss ja nicht immer so laut sein. Auch wenn es sich dann dementsprechend warnt. Aufgabe. Glückwunsch, Ihre Aufgabe war ein Erfolg. Als Belohnung, $1000 und 250 Reputation. Bedenken Sie, wenn Sie einen Anruf des Ministeriums für Ordnung verpassen, erhalten Sie ein Bußgeld. Sie müssen sich zu jeder Zeit in Ihrer Wohnung befinden und den Hörer am Telefon abnehmen, wenn es klingelt. Selbst wenn Sie sterben. Verstanden? Was geht denn ab mit denen? Sind Sie den Gesetzesbrecher losgeworden? Holen Sie jetzt die Meinung Ihrer Mieter über Schimmer ein. Finden Sie heraus, was andere Leute über ihn denken. Dokumentieren Sie seine Charakteristiken, nachdem Sie mit der Umfrage fertig sind. An die Arbeit! Okay, ich fühle mich echt schlecht. So, unser Sohn möchte was von uns. Ja, Vater? Über die Minen sprechen, nach Neuigkeiten fragen. Brauchst du etwas? Ich habe ein Problem, Vater. Was möchtest du denn? Die Wirtschaftskurse haben begonnen und uns wurde eine Liste von Büchern zum Lesen gegeben. Die Bücher, die ich für die Schule brauche. Ich war im Buchladen, aber sie haben diese Bücher nicht. Ich habe gehört, dass es auf dem Markt Gebrauchte gibt, aber die kosten ein Vermögen. Kannst du deine Freunde fragen? Vielleicht hat jemand, den du kennst, diese Bücher. Du sprichst mit klugen Menschen. Ich überlege, was ich für dich tun kann. Okay. Was ist eigentlich die ganze Zeit in diesem blöden Dings hier drin? Kann ich da hin? Unsere Frau hat auch ein Bedürfnis, da müssen wir gleich auch hin. Daily News, tote Worte. Das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern festgestellt. Darunter Werke von Paul Williams,
der vor einem Jahrhundert starb. Seine Schriften beschreiben veraltete Ideen, die erwiesenermaßen unrealistisch sind. Und doch bleiben sie in den Köpfen der Menschen. Das Ministerium glaubt, dass die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Regierung, in der die Menschen freie Entscheidungen treffen können, gefährlich ist und diese in all ihren Formen zerstört werden sollte. Da ist mir klar, dass das Scheißregierung das denkt. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Okay, hier. Frau. Oh, Frau. Okay, dann gehen wir mal hoch. Wir machen uns mal mit dem neuen Arzt bekannt. Wir wissen ja, dass er da ist. Ich habe ihn gerade in dem Dings gesehen. Ach ja, schön, aber meine Kamera ist noch da. Wie wundervoll. Das heißt, ich kann ihn zwischendurch mal sehen. Zumindest, wenn er was an seinem komischen Tisch macht. Oh, die gehen alle einfach so unglaublich langsam. So, Spack, Herr Spack. Hallo. Wir lernen Herrn Spack mal kennen. Ich bin hier, um mich vorzustellen. Ich bin Karl, der Hausmeister. Es ist mir eine Ehre. Mein Name ist Dr. Spacken, Arzt. Ich bin ein Arzt. Oh, ich muss niesen. Sie müssen von mir gehört haben. Die ganze Stadt hat das. Nö. Wirklich? Sind Sie gerade hier angekommen? Und wofür sind Sie berühmt? Eigenlob stinkt. Ich habe nur meine Pflicht getan. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Och, was für ein Problem sollte ich denn bitte haben? Gar nichts. Sie haben so viel zu tun. Fragen, wie es geht? Nach Klaus Schlimmer fragen. Lieber Karl, ich bin froh, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen und wie geht es Ihrer Familie? Hallo, wir haben uns doch gerade erst vorgestellt. Was ist denn nicht richtig mit dir, Arzt? Spack. Alles ist super, danke. Ich wollte gerne... Ach, so viel Freude. Das ist eine Seltenheit heute. Ich beruhige mich schon. Aloysius? Was? Ich möchte über Folgendes reden. Aloysius, Sie können nicht für die ganze Welt sorgen. Der Staat kümmert sich um uns. Na, wegen Ihres Nachbarn. Aber nein, ich sorge mich weiter um unsere Nachbarn. Ich meine, um alle Menschen. Wissen Sie was? Oh. Entschuldigung, ich habe mich verplaudert. Worüber wollten Sie mit mir sprechen, Alter? Der hört auch niemandem zu, der redet nur gerne über sich selbst. Über Klaus Schimmer aus Wohnung 1. Ich bin hier gerade erst eingezogen. Ich habe noch nicht alle meine Nachbarn kennengelernt. Ich bin mir sicher, dass sie alle gute Menschen sind. Und ihr... Strauß Hieler ist auch ein guter Mensch. Klaus Schimmer. Ah, natürlich, natürlich. Und wenn der liebe Herr Schimmer doch nur weniger rauchen würde. Rauchen ist tödlich. Aha. Um wen geht's hier eigentlich? Wohnung 1. Ist das der hier? Klaus Schimmer. Der Tabakverkäufer. Ja, ist ein Tabakverkäufer. Natürlich. Naja, wobei, muss nicht unbedingt heißen, dass der raucht, aber natürlich riecht er halt auch nach Rauch. Beziehungsweise, lass die Leute doch rauchen. Tabak verkaufen ist doch wohl auch kein Verbrechen, oder? So, was haben wir denn hier für eine Verordnung? Es ist illegal, Bücher von Paul Williams zu lesen oder zu besitzen. Das Segen vom Ministerium Verordnung ist verboten vor dem Ministerium. Okay, Herstellung von Drogen hatten wir. Oh, hör doch auf. Die Verwendung von fremder Währung ist illegal. Oh, was hier alles illegal ist. In welcher Wohnung wohnt der Schimmer? In der 1. Gut, dann gehen wir mal in die 3 und quatschen doch mal. Ist hier jemand unten? Ja. Okay. Sonst wohnt ja hier auch keiner mehr, ne? Da kommen bestimmt später noch mehrere Leute dazu. Hallo, Frau Ranek. Wie geht's? Oh, schönen Nachmittag. Bekannt machen? Ach ja, stimmt, ihr kennt ihn noch gar nicht. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister. Ich heiße Rosa Ranek. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie haben meinen frechen Mann bestimmt schon kennengelernt, oder? Wir haben auch einen Sohn. Er ist genau wie Sie, aber er wohnt in der Hauptstadt. Nach Klaus Schimmer fragen. Nach dem Sohn fragen? Ah, wir fragen mal nach dem Sohn, für die Konversation am Laufen zu halten.
Unser lieber Junge ist ein Chef geworden. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Er ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Okay, wir fragen mal nach dem Mann. Mark hat sein ganzes Leben lang im Archiv gearbeitet. Er mag seine Arbeit. Er ist mit viel Papierkram beschäftigt und hat nur wenig mit anderen Menschen zu tun. Er verbringt den Urlaub mit seiner Angelrute. Okay. Klaus Schimmer. Ich wollte Sie nach Klaus Schimmer fragen. Macht er Ihnen Probleme? Er ist ein integerer Mensch. Er hat mir geholfen, eine schöne Flasche des Xeres-Weins zu besorgen. Was ist das denn? Er ist ein Weinexperte, im Gegensatz zu meinem Opa. Was versteckt ist, wird gefunden. Mit Schimmers Ehefrau sprechen, mit Mark Ranek sprechen. Okay, kann ich hier nochmal anklopfen? Ja, ich weiß, ich muss mit meinen Kindern sprechen. Das mache ich gleich noch. Ich spreche aber erstmal mit Mark. Mit Marki Mark. Was möchten Sie von dem Archivar? Nach aktuellsten Neuigkeiten fragen, nach den Büchern für Patrick fragen. Okay, wir fragen erstmal irgendwelche Neuigkeiten. Das Verteilungsministerium arbeitet an einem Plan für das nächste Jahr. Die Menschen sagen, die Quoten für höhere Bildung wurden reduziert. Der größte Zweig ist Bergbau. Oh ja, das wird Patrick freuen. Studiert Ihr Sohn auch Bergbau? Ja, er wurde an die Bergbauhochschule geschickt, aber wir haben einen Platz an der Universität für ihn sichergestellt. Er wird Ingenieur. Sie sind ein richtig guter Fang. Wir fragen mal nach den Büchern. Herr Mark, Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Wo kann ich Wirtschaftslehrbücher finden? Die Universität hat meinem Sohn eine Liste mit Büchern zum Lernen gegeben, aber keiner der Buchläden führt sie. Die Bibliothek ist ein Ort, aber dort ist immer eine Schlange. Ist eine Option, aber dort ist immer eine Schlange. Was stimmt nicht mit der Bibliothek? Dort ist es ruhig. Für einen jungen Mann ein netter Platz, um Zeit zu verbringen. Können Sie Ihr Geld nicht für etwas Nützlicheres als Bücher ausgeben? Danke, aber ich bezweifle, dass mein Sohn Ihren Rat schätzt. Na, schade. Nach Klaus Schimmer. Wir fragen mal noch ein bisschen nach seiner Frau. Ich habe ihn schon von meiner Frau erzählt. Ich habe nichts mehr zu sagen. Oh nein! Katze, nicht ans Mikrofon gehen. Nach Klaus Schimmer fragen. Ich möchte mich bei Ihnen über Klaus Schimmer erkundigen. Warum wollen Sie das wissen? Gute Frage. Die Wahrheit über den Auftrag verziehen, eine vage Antwort geben. Ich erzähle doch nicht die Wahrheit, ich bin nicht bescheuert. Ich weiß nichts, das Sie nicht wissen. Außerdem ist Neugierde eine furchtbare Sünde. Ich hatte einen Kollegen, der seine Nase immer in die Angelegenheit anderer Leute gesteckt hat und in Dokumente. Fragen, was ihm passiert ist. Er wurde ins Gefängnis geschickt. Sie haben mehr erfahren, als sie mussten. Das ist nicht so ganz richtig übersetzt hier. Auf Wiedersehen, junger Mann. Tja, nun. Bevor wir mit Schimmers Ehefrau sprechen, gehe ich nochmal zu unserer Frau hier. Was ist Karl? Heimische Probleme. Ich brauche Hilfe, Liebling. Ich kann keinen Kochtopf finden, der groß genug ist. Ich habe überall gesucht, aber keine Ahnung, wo die sein könnten. Vielleicht hat es jemand gestohlen. Sollen wir die Polizei rufen? Die Polizei wegen eines alten Kochtopfs anrufen? Frau, denk gar nicht erst daran. Du musst es in unserem alten Haus gelassen haben. Okay, wenn du meinst, Karl, kannst du die Mieter nach einem Kochtopf fragen. Hoffentlich werden sie den neuen Hausmeister nicht ablehnen. Ich werde Kompott für Martha kochen und sie zurückbringen. Gut, ich frage den Nachbarn nach einem Kochtopf. Kochtopf. Okay, was hat Martha denn? Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Verlorenes Spielzeug. Was denn passiert, Süße? Etwas ist passiert, Papa. Ich habe Naira verloren. Es ist nirgends zu finden. Was ist ein Naira? Das ist meine Puppe. Es ist meine Lieblingspuppe, Papa. Wirst du mir helfen, sie zu finden? Bitte. Du hast mir Angst gemacht, Martha. Wo hast du zuletzt damit gespielt?
Wieso denn Angst? Zu Hause. Naira ist zu klein, um hinauszugehen. Finde sie, bitte. Okay. Wie soll ich die jetzt bitte finden? Oh, ich kann hier überall... Ich kann hier überall suchen, ja. Geldbörse, eine unauffällige Börse, die nur sehr wenig Geld enthält. Wir nehmen das mal. Gehört ja uns. Ach du Heilige. Ein Buch. Patriotische Geschichten für Kinder. Handbuch. Man kommt nur schwer an. Gute Handtücher. Stapelspielzeug. Brief. Ein offener Umschlag, in der ein Brief enthält. Oh, das... Oh, oh, Moment, Entschuldigung, Entschuldigung, oh. Süße, ganz ehrlich, also wenn ihr redet, hört sich das furchtbar an. Ja, ist ja gut. Da ist ganz schön viel in dem Tisch drin, aber ich weiß nicht, ob ich das für irgendwas brauchen kann. Eine Brille, ein Buch, persönliche Aufzeichnungen, Namen, Treffzeiten und Erinnerungen, nichts von Interesse, ein Kamm und Farbstifte. Zahnbürste, Tagebuch, das persönliche Tagebuch eines Mieters. Kann ich die Sachen auch irgendwie auch lesen? Ist noch ein Tagebuch? Hier hinten kann ich auch noch suchen. Na, ich habe ja noch 31 Stunden Zeit, die Frau zu befragen. Mehr muss ich ja nicht machen. Da ist sie doch, die alte Puppe. Meine Frau hat als Kind mit dieser Puppe gespielt, jetzt macht das unsere Tochter. Sie nennt sie Naira, obwohl dieser Name besser zu einer Katze passen würde. Oder Naira, ich weiß nicht so genau. Eine Uhr? Ey, der Bus, ne? Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Über die Puppe sprechen. Wie heißt deine Puppe? Ich vermisse Naira so sehr. Wirst du sie finden? Ich hab sie schon gefunden. Hier ist sie. Oh, danke, Papa. Ich habe mir ein tolles Spielzeitspiel ausgedacht. Möchtest du, dass ich dir davon erzähle? Ich habe eigentlich keine Zeit, aber okay. Naira wird Bergarbeiterin, begraben unter Schutt und ich werde die Retterin sein. Ja, okay. Vielleicht spielst du doch besser mit Bauklötzen, Süße. Ich habe eine Kohlemine aus Bauklötzen gebaut. Okay, die Kohlemine ist hier irgendwie auch ein sehr fester Bestandteil. Kann ich das bitte ausschalten? Oh, hier ist die Frau. Die will jetzt gerade nicht mit uns reden. Wer ist denn das? Das ist der Rannik? Frau Schimmer? Hallo? Nach dem Kochtopf fragen. Ach ja, ich frage erstmal nach dem Kochtopf. Ich möchte Sie um etwas bitten. Können Sie mir Ihren Kochtopf vielleicht leihen? Meine Frau will Kompott kochen, aber unser Kochtopf ist beim Umzug verloren gegangen. Ich habe einen passenden Kochtopf für Sie. Hier, bitte. Sehr freundlich. Vielen Dank. Wir bringen den natürlich zurück. Das ist nicht nötig. Mein Mann und ich leben allein und wir fassen die nicht an, okay? Ach so, wenn man Kinder hat, dann ist es natürlich ganz normal, dass man kocht. Auch 1965, wie es mir scheint. Oder 73 oder vielleicht 81. 81 könnte gut passen. Als Paar kocht man da natürlich nicht, aber wenn man... Ja, wenn man Kinder hat, kocht man natürlich, aber als alleinstehendes Paar, nee. Dann würden wir sowas nie anfassen. Sexismus pur! Nehmen Sie das bitte als Geschenk zum Einzug. Oh, das ist nett, aber ich war... Ah, stopp, ich wollte dich doch noch über deinen Mann ausquetschen. Wie geht es Ihrem Mann? Er schien verstimmt zu sein. Er fühlt sich nicht gut. Er hat ein Paket mit einer Filmspule bekommen. Klaus fotografiert gerne. Das wird ihn aufheitern. Okay. Vertrauen. Und was ist denn das hier eigentlich? Ich muss einen Bericht über Klaus Schimmer schreiben. Ich habe mich in letzter Zeit nicht viel um meine Familie gekümmert. Finden Sie, ach so, Anna möchte sich von einem Nachbarn einen Topf leihen. Ja gut, das haben wir doch. Nur die Wirtschaftsbücher. Ach, warte mal, die könnte ich vielleicht bei dem Arzt kriegen, ne? Wollen wir den mal anklopfen hier? Also unwahrscheinlich muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ein Arzt Wirtschaftsbücher hat. Ist der nicht da? Ah, da kommt er.
Gut, dass ich nicht gerade eingebrochen habe. Hallo? Herr von und zu. Fragen, wie es geht? Sind Sie in Ordnung? Oh, beschäftigt. Die Patienten prügeln sich um mich. Sind Sie Arzt? Alter! Das ist die eine. Keine Zweifel, bitte. Hä? Ich kann sogar Gesunde heilen. Ich würde sagen, besonders gesund. Irgendwelche Bildung? Machen Sie Witze? Ich habe mein Leben der Heilung von Menschen gewidmet. Ihre Zweifel verletzen mich. Entschuldigung, das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Wie können Sie nur? Hier ist ein gutes Mittel zur Entspannung. Mäßigen Sie sich. Hat er mir gerade Whisky gegeben? Alter. Jetzt hat er ein Ausrufezeichen. Warum? Wollen wir nochmal anklopfen? Weil, warum hat er jetzt ein Ausrufezeichen? Nee, bitte, bitte. Hello. Aloysius Einsamkeit. Möchten Sie reden? Ich habe eine Bitte, eine persönliche Bitte, eine sehr persönliche Bitte. Ich bin ganz Ohrspack. Aufgrund meines Berufs habe ich keine Zeit für ein Privatleben. Es ist meine Bürgerpflicht, die Menschen rund um die Uhr zu retten. Ich weiß, dass man mir das nicht ansieht, aber ich bin sehr schüchtern mit den Frauen. Oh, ich bin verlegen und schäme mich und jedes Teil meines enorm begabten Körpers schwitzt. Oh Mann, armer Mann. Und was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie ein Deo? Ihre Frau ist fantastisch, Karl. Sie können gut mit Frauen umgehen. Ich bin einsam. Finden Sie eine Frau für mich, Karl. Wo soll ich die herkriegen? Sie wäre eine gute Frau fürs Schlafzimmer und die Küche. Was? No. Was? Das Spiel strotzt so voller politischer Falschheit und Sexismus. Das ist ja nicht mehr feierlich, aber darum geht's wahrscheinlich, ne? Ja, I'm not amused, Leute. I'm not amused. Achso, den Briefkasten muss ich wohl nochmal. Gibt's schon wieder neue News? Neue News? Tote Worte? Ach, das haben wir aber schon. Junge, hübsche, sozialaktive Frau sucht gut situierten Mann für eine feste Beziehung. Telefon. Anrufen, sie werden es nicht bereuen. 237451. Muss ich mir das aufschreiben? Wartet mal ganz kurz. Ganz kurz. Oh, das raschelt jetzt bestimmt im Mikrofon. Tut mir leid. Ich muss mir kurz eine Seite aufschlagen. So, Beholder. Telefon 237451. Falls man das manuell eintippen muss, ne? Okay, höchst interesting. Wir geben unserer Frau erstmal den Kochtopf. Ah, die schlafen alle. Ich muss ja selbst nicht schlafen. Ich vergaß. Kann ich das von hier machen oder habe ich hier ein. Ich habe doch hier ein Telefon. Ah, mit dem kann ich aber nicht. Okay. Okay, ist alles gut. Die Nummer wählen. Okay. Ja. Hallo, ich heiße Karl. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Interessant. Erzählen Sie mir von sich. Nein, das ist eigentlich für einen Freund von mir. Er ist ein bisschen schüchtern, deshalb helfe ich ihm in einer Privatangelegenheit. Sind Sie bereit, einen großartigen Doktor kennenzulernen? Oh, ein Doktor. Wie lautet sein Name? Aloysius von Spackenhausen. Ist er derjenige aus dem Zeitungsartikel? Ich muss überlegen. Ich werde in ein paar Stunden nochmal anrufen. Okay. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Hä? Okay. Ich habe übrigens noch nie mitgekriegt, dass dieses Telefon klingelt. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Anna möchte... Finden Sie Wirtschaftsbücher für Patrick und Anna möchte ihren Nachbarn einen Topf leihen. Ach so, kann ich denn jetzt hier über... Warte mal. Einen Bericht über Klaus Schimmer können wir ja schon mal schreiben. Und einen Schluck trinken hier.
Okay. Oh, Moment, das Telefon klingelt. Oh, Moment, wir müssen sofort hingehen. Es könnte das Ministerium sein. Hörer abnehmen. Einen privaten Anruf annehmen. Hallo? Karl? Hier ist Clara. Sie haben mich vor ein paar Stunden angerufen. Ich werde Ihren Doktor treffen. Geben Sie ihm meine Nummer und das geheime Wort. Erdbeeren mit Schlagsahne. Haben Sie es aufgeschrieben? Ich werde auf seinen Anruf warten. Okay, das ist Crank. Crank! Importiertes Mineralwasser ist verboten. Was stimmt denn nicht mit euch? Okay, ein Bericht schreiben von Klaus Schimmer. Lebt, warte mal, wer ist denn hier? Schimmer war doch der hier, ne? Genau, lebt in Wohnung 1, hat nicht verstoßen. Ach so, ich kann nur, wenn der gegen irgendwas verstößt, einen Bericht schreiben. Das ist ja bescheuert. Was ist denn jetzt los? Ist das zu spät mit deinen Büchern? Hast du über die Bücher herausgefunden? Ich habe bisher noch nichts gefunden. Bist du sicher, dass du nicht in der Bibliothek gehen möchtest? Ich möchte dort wirklich nicht hin. Die Dame, die dort arbeitet, ist gemein zu den Leuten. Sie faucht alle an. Oh, ey, ganz im Ernst, stell dich mal ein bisschen an hier. Es scheint, als würde sie mich nicht mögen. Ich habe über 2 Stunden auf mein Buch gewartet und es war die ganze Zeit im Regal. Ich habe es gesehen. Ja, okay, das ist natürlich asozial. Okay, Frau? Was ist, Karl? Über den Topf sprechen. Hast du einen Kochtopf gefunden, Karl? Ich habe alles für den Kompott vorbereitet. Ja, Maria Schimmer aus Wohnung 1 hat uns gerettet. Spare nicht mit Zucker beim Kompott. Ja, ist gut für die Kleine. Letztes Mal war er total wässrig. Er ist total wässrig, weil wir weder Zucker noch Äpfel haben. Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Zuckerkarte bekommen hast. Ui. Kopf hoch, mein Herz. Jetzt haben wir genug Zucker. Kann ich Zucker kaufen? Nee, nur Whisky. Ja, ich bin gerade am Überlegen, was ich jetzt mit dem Schimmer mache. Finden Sie Wirtschaftsbücher für Patrick? Einsamer. Achso, wir können hier mit dem nochmal quatschen. Sehe ich hier eigentlich. Ah, doch, hier ist klar, hier ist eine Uhrzeit. 9 Uhr, da kann man ja mal mit den Leuten quatschen. Wegen der Herzensangelegenheit. Die sehen ein bisschen gruselig aus, die Leute. So. Hallo. Ja, manchmal ist das hier ein bisschen... So, mit Spack sprechen. Hallo. Über Einsamkeit sprechen. Irgendwelche Vorlieben? Wen möchten Sie denn kennenlernen? Irgendjemanden. Ich habe eine Freundin für Sie gefunden. Oh, wer ist sie? Ein Mädchen aus der Anzeige. Nur ein Scherz. Ich habe keine Freundin für Sie... Doch. Ich kann es gar nicht erwarten, Sie kennenzulernen. Die Nummer ist 237451. Rufen Sie an. Sie erwartet darauf. Ich werde Sie heute anrufen. Aber erst muss ich mir ein Herz fassen. Können Sie einen Schokoriegel für mich finden? Man kann schließlich nicht mit leeren Händen zu einer Verabredung mit einem Schokoriegel. Errungenschaft freigeschaltet. Mods meine Braut auf. Okay, was soll ich denn hier jetzt einen Schokoriegel herkriegen? Und ich muss ja immer noch... Sind die jetzt eigentlich alle aus dem Haus hier? Warte mal, ich... Wer bist du? Nathan Kehler? Ich kauf mal hier noch... Mittelgroßer sichtbarer Bereich. Wer kommt hier? Okay, niemand. Mach mal auf. So, installieren. Installieren.
Wie kann ich die denn... Ach, hier so. Okay. Gut. Ich muss aufpassen, wer hier kommt. Okay, nur der Junge. So. Installieren wir hier mal. Dann haben wir die ganze Wohnung hier überwacht. Und hier bitte auch. Hallo. Okay, lass mal zurückgehen. Wer weiß, wer da jetzt gleich kommt. Niemand, das ist der Traum. Okay, dann können wir ja hier mal noch mal ein bisschen durchsuchen. Leere Flaschen. Ausländischer Brief. Steht mit jemandem im Ausland in Kontakt? Wer ist das? Ranek? Noch jemand? Oh ja, schnell. Hoch. Huhuhu. Okay. Was ist denn los hier? Spielst du mit mir? Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Okay, ich brauche unbedingt jemanden für seine Bücher. Ich weiß nicht, ob der Schim, ob der vielleicht uns helfen könnte. Naja, ich würde sagen, wir die Bücher und auch ihn eines Verbrechens... Ich möchte ihn eigentlich gar keines Verbrechens überführen, aber nützt ja nichts, ne? Mal probieren wir mal in der nächsten Folge weiter. Ich danke auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Könnte ein bisschen schleppend werden, aber dennoch finde ich es ganz spannend und man muss sich echt ein bisschen konzentrieren und ich habe auch jedes Mal ein bisschen Angst, wenn der Mieter zurückkommt und ich in den ihrer Wohnung bin. Das ist immer ein bisschen, ja, creepy. So, dann, wie gesagt, bis zur nächsten Folge immer noch eine super schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut und tschüss!